Willkommen zurück, meine verehrten Schamanen. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Shaman King Master of Spirits. Und im heutigen Part, weiterhin mit etwas gedämpfter Stimme, gehen wir in die Fabrik zurück. An dem Punkt, an dem wir den Schlüssel hatten und versuchen, den jetzt zu ergaunern. Wirklich, das ist nicht sonderlich spaßig mit den Kanonen und dass sie teilweise so mies und so stark sind. Aber das hat funktioniert. I take it. Wir sind natürlich nicht unbeschadet hier durchgekommen, aber besser als nichts, I guess. Wir können die Kugel nicht zerschneiden. Aber wir können den Hund hier erlocken. Genau, und können das machen. Und dann können wir daran vorbeilaufen. Und, yo, wir haben den Hund. Okay, und wir haben auch direkt Uriel wieder. Ich bin sogar am Überlegen, einfach mal kurz aus dem Level zu gehen, damit ich speichern kann. Um das nicht nochmal zu machen, falls ich sterbe. Dann wiederum... Ich glaube, abhängig davon... Na, okay, kommt, Leute. Jetzt, wenn ich schon einmal hier unten bin. Dann kann ich das eben machen. Ah, verdammt. Letzte Fledermaus hätte ich noch gerne mitgenommen, aber egal. I take it. Wir haben den Schlüssel. Und wir müssen den jetzt nicht nochmal besorgen. Können uns noch einen Hamburger kaufen. Ist zumindest etwas wert, I guess. Und... Ah, okay. Lief nicht so gut, wie sollte. Aber hey. Nein, das... Ich bin ihm so gut gedodged, um dann doch noch reinzuspringen. Klassische Meisterleistung von mir. Wow. Aber zumindest konnte ich den dodgen, I guess. Das war gar nicht cool. Ja, okay. War an dem Punkt auch egal, aber sehr gut, dass ich gespeichert habe. So konnte ich mir das Elend ersparen, jetzt nochmal den Schlüssel zu holen. Man kann natürlich sagen, hätte ich weitergemacht, dann wäre es vermutlich nicht passiert, aber... Es ist gerade ein bisschen anstrengend, muss ich gestehen. Ein bisschen sehr anstrengend und nicht so spaßig, wie ich es mir wünschen würde. Aber hey, es ist nicht die schlimmste Metroidvania-Herausforderung, die ich je hatte. Sie ist einfach nur lästig. Das heißt, wir suchen uns jetzt... Wow. Es macht halt auch viel zu viel Schaden. Wir suchen uns jetzt einfach die bestmögliche Antwort auf die Situation. Hier drüben war ich noch nicht. Da kann ich vielleicht mal schauen, was es da gibt. Okay. Oh, wir haben direkt die Tür gefunden. Wait. Okay, ich wollte gerade sagen, war es die Tür überhaupt wert? Ja, natürlich war es die Tür wert. Aber hier unten hinzukommen, war es eventuell auch noch wert. Oh, come on, was ist das für ein Timing? Metatron. Das heißt, wir haben noch einen von den Engeln aus der Bibel. Und was macht Metatron? Reduziert den Schaden durch Nadelhaufen. Ihr fühlt euch alle gerade ein bisschen useless an. Gabriel hat ja noch irgendwo Sinn ergeben, aber... Uriel und Metatron? Ernsthaft? Warum fühlt ihr euch so nutzlos an? Ich habe halt nur 5 Items, die ich belegen kann, beziehungsweise 5 Item-Slots. Das heißt, ich kann ja nicht mal sagen, dass ich das... considern würde als Reserve. Um halt meine Tollpatschigkeit auszugleichen. Das lohnt sich halt überhaupt nicht. Das war gut. Das war sehr gut. Okay, okay. Immer noch nice. Falls ich übrigens irgendwas übersehen haben sollte, es ist mir an dem Punkt auch ziemlich egal, muss ich gestehen. Ich will das Spiel eigentlich fast nur noch durchsehen. Okay, wir sind durch. Das hier ist offensichtlich zum Backtracken gedacht. Das heißt, wir gehen hier weiter.
Oh, ich treffe euch. Okay, 4 Schläge bei euch. Nevermind, ich muss da oben lang. Scheinbar bekomme ich hier den Greifhakengeist. Oh, von Lizerk. Den hatte ich ja fälschlicherweise im ersten Let's Play Part Lysander genannt. Der ist aber eigentlich Lizerk. Und ja. Den habe ich ein bisschen vergessen, muss ich gestehen. Was aber Sinn ergibt, weil wir Metatron, Gabriel und Uriel gefunden haben. Was gibt's, Lizerk? Du siehst gut aus. Ja, ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Wir müssen weiter. Selbiges, ich verstehe gerade meine Stimme nicht, weil ich heiser bin. Anna. Warte, bevor du gehst. Was ist? Wirst du gegen Magister kämpfen? Ja, wieso? Ich werde Seki niemals dafür vergeben, dass er meine Eltern genommen hat. Ich würde ihn mit meinen eigenen Händen vernichten, wenn ich stark genug wäre. Aber das bin ich nicht. Ich benötige Verbündete mit starken Geistern und genug Furioku, um Sekis Macht standhalten zu können. Worauf willst du hinaus? Du willst doch nicht etwa damit sagen, Magister könnte mir von Nutzen sein. Dieser Mephias, den er zum Leben erwecken will, hört sich an, als ob er stark genug wäre, um es mit Seki aufzunehmen. Es passt ein bisschen zu der Ambivalenz von Lizerk, also ja. Magister verfolgt böse Absichten, Lizerk. Er wird dir nicht helfen. Wir wissen nicht, ob Mephias Seki wirklich besiegen kann. Und selbst wenn, was dann? Magister wird Mephias Kräfte ausnutzen, um die Welt zu erobern. Und er wird jeden vernichten, der sich ihm in den Weg stellt. Er ist kein Deut besser als Seki. So sicher wäre ich mir da nicht. Es geht mir nur darum, die Welt von Seki zu befreien. Das ist alles. Er muss vernichtet werden, oder es wird noch mehr sinnlose Tragödien geben. Noch mehr Leute wie mich. Aber Lizerk. Du widersprichst dir damit sehr hart selber. Lizerk. Mitleid hat noch niemanden gerettet. Wir haben es bisher nicht geschafft, Seki zu besiegen. Und du, Jo, du bist sein Nachkomme und sein Zwillingsbruder. Du behauptest, dass du ihn davon abhalten willst, Schamanenkönig zu werden. Aber in Wirklichkeit... Oh, jetzt gaslightet er uns. Das reicht jetzt, Lizerk. Ich stehe nicht auf Sekis Seite, das weißt du genau. Aber ich werde Magister nicht um Hilfe bitten. Jo, ich habe dir stets gesagt, dass ich alles tun würde, um sicherzustellen, dass Seki vernichtet wird. Alles. Ich werde nicht zulassen, dass sich mir dabei jemand in den Weg stellt. Auch du nicht. Ich sehe schon, wo das hinführt. Yep. War abzusehen. Okay. Oh. Das ist ein Angriff. Also sein... Wow. Sein Geist... Wow. Was zur Hölle? War einfach gerade gestunlockt. Sein Geist sorgt dafür, dass meine Steuerung invertiert wird, wenn ich getroffen werde. I'm out of Furioku. Ich kann ihn nicht so einfach niederspammen, wie ich wollte. Wait, sag nicht, du wirst geheilt. Ah, es ist wahrscheinlich so eine Art Phase 2. Ich habe nur einen Hamburger noch. Au. Damn. Das war nice. Okay, wir haben ihn. Das war ein Kampf. Er hat auf jeden Fall ein paar interessante Tricks gehabt. Bist du in Ordnung, Lizerk? Kannst du stehen? Siehst du, ich bin zu schwach. Mach dir keine Sorgen, wir werden nicht zulassen, dass Magister oder Seki Erfolg haben. Ich werde Schamanenkönig und ich werde deine Welt erschaffen, eine Welt erschaffen, in der Schamanen und Menschen einander nicht mehr verletzen müssen. Ich werde einen Weg finden. Wenn du das sagst, dann hört es sich an, als ob das möglich wäre. Es ist möglich. Stimmt. Jo, nimm Chloe. Ach, Chloe, so hieß sie, genau. Hast du auf deinem Weg hierhin den Haken gesehen, der von der Decke hängt? Du kannst mein Homing Pendulum daran festmachen. Es liegt ganz bei dir, was du damit anstellst. Ich werde es probieren. Na, okay. Ich warte in der Herberge. Natürlich tust du das. So. Hier machen wir erstmal einen kleinen Cut, ich bin gleich wieder da und dann geht's weiter. Bis gleich. Okay, ich bin wieder da und ich sehe gerade, dass ich die Aufnahme vergessen habe zu pausieren. Das heißt, ich habe jetzt gerade einfach über 30 Minuten einfach nichts aufgenommen. Wunderbar. Okay, anyway, wir machen weiter
Und schauen uns erstmal die Seite an. Oh. Oh, was? Das ist... Was? Oh, das ist gemein. Okay, aber schön, dass du stuck warst. Carlos und Joao. Okay, okay. Carlos und Joao. Was können dir? Kaktus erscheint. Stacheln explodieren beim Aufprall. Ich verstehe. Hm. Okay. Jetzt haben wir ja von Lyserk die Fähigkeit bekommen. Und da würde ich erstmal Li Pai Long wegmachen und Chloe hier ausrüsten. Homing Pendulum. Wow. Nicht das Beste, um es hier einzusetzen, würde ich sagen. Okay. Das fühlt sich nicht so gut an, wie es sein sollte. Oh, never mind. Ich werde gleich an Gift sterben. Kann man überhaupt an Gift sterben? Scheinbar nicht. Okay, gut. Ich sollte das Level kurz beenden. Aus dem einfachen Grund, damit ich wieder Leben habe. Ich hatte eigentlich gerade vor, mich einfach Game Over gehen zu lassen, neu zu laden, aber... Naja, warum nicht? Oh, das ist unser Großvater. Hey, Großvater. Du bist es, Jo. Es freut mich, dass du mich besuchen kommst. Eigentlich sind wir gar nicht hier, um euch zu besuchen, Meister Yumei. Was machst du hier, Yumei? Du solltest das hier mitnehmen, Jo. Die Antike. Oh, danke, aber dieses Schwert sieht ziemlich alt aus. Es ist ja ganz schartig. Wie soll uns das Ding denn helfen? Du solltest deine Sache nicht nach ihrem Aussehen beurteilen. Schließlich bist du junger Mortimer. Ja, ja, ich hab's schon verstanden. Ich fühle eine uralte und mysteriöse Macht, die sich im Inneren dieser Klinge regt. Ich auch. Ich bin mir sicher, dass mit diesem Wunderding ein paar tolle Sachen entstehen können. Es ist ein Erbstück der Asakura-Familie. Zerbrich es nicht. Danke, Großvater. Okay. Hatte ich jetzt nicht erwartet. Aber I take it, I guess. Oh. Ich habe echt gedacht, das ist wie das Schwert des Donners, einfach so eine Ergänzung, aber scheinbar nicht. Sage ich nicht nein zu. So, wir gehen natürlich hier wieder zurück. Nutzen den Grand Tower Dragon. Und gehen dann einfach direkt den Pfad nach unten. Ich wollte gerade sagen, durch diese Fabrik gehe ich nicht nochmal, aber das... Ernsthaft? Es würde sich kurz lohnen, da durchzugehen. Das ist keine Fabrik, es ist ja das Schiff mit Lyserk. Hier einfach durchzulaufen, müsste uns ja sofort wieder Leben geben, oder? Ja. Dann war das auf jeden Fall worth für uns. Ich habe jetzt ganze 2 Sekunden gespart, dass ich das gemacht habe. Okay. Der Schaden, den wir jetzt zusätzlich machen, der ist nicht schlecht. Der gefällt mir. Homing Pendulum. Und zack. Oh, oh mein Gott. Das will ich sofort nehmen. Oh ja, wir haben ja 2. Okay. Homing Pendulum. Jetzt fühlt sich das auch richtig an. Immer noch 2 Hits, okay. Wow. Okay. Ich wollte gerade sagen, man kann wenigstens sehen, ab wann der Schuss kommt, aber wenn man selber angreift, ist das Timing echt schwer runterzubekommen. Okay, passt. Oh, wait. Das ist auch von Seki, dieser Blockmann. Gott, wir finden die gesamte Gang von Seki hier im Spiel.
Homing Pendulum. Ich hoffe echt, dass sie für den zweiten Teil Master of Spirits dann dieses Fade-In stark reduzieren oder gänzlich rausnehmen. Ich sehe Magatama. Nimm das mal mit. Das ist... Ist das nicht auch von Seki, der kleine Sidekick? Kann ich dich... Oh mein Gott, das ist... Nein, ich werde umgebracht, ich werde umgebracht, ich werde umgebracht. Ich hab's gesagt, ich werde umgebracht. Okay. Ja, die Verlockung war zu groß, die Totem-Attacke zu machen, aber dafür wurde ich bestraft. Okay. Wir gehen sofort wieder rein ins Level. Und jetzt wissen wir es ein bisschen besser. Ups. Das heißt, wir können einiges jetzt besser machen. Zoom, das können wir zum Beispiel skippen. Dann warten wir auf einen weiteren Schuss. Ja. Oh, Smoover One-Shot. Und dann würde ich sagen... In dieser Arena geht das... Au! Geht das klar? Aber nein, geht es nicht, wenn er uns an den Rand in den Abgrund stößt. Okay, Blockmann, wir haben dich. Au! Den Schuss habe ich jetzt gerade nicht kommen sehen. Insert Persona 5 OST hier. Never see it coming. Weiß nicht mal, ob ich den kleinen Typen da unten bekämpfen möchte. Ich kann ihn auch einfach skippen. Kann sein, dass ich einen Spirit bekommen würde, aber ich glaube, es lohnt sich nicht. Wir machen einfach weiter. Ach du Schande. Ach du Schande. Was machst du, dass ich dich angreifen kann? Was soll ich tun, damit ich dich angreifen kann? Muss ich dir mit dem Geist angreifen? Nein. Der Iframe ist nicht lang genug. Was soll ich hiergegen tun? Ich meine, ich kann ja offensichtlich nicht drunter durchlaufen. Vielleicht kann ich zwischen den Gliedmaßen durchspringen, aber... Das ist wirklich dämlich gemacht. Egal, weiter geht's. Nehme ich mit. Arming Pendulum. Vielleicht kann ich es ja jetzt mal schaffen, hier ohne Damage durchzukommen. Ach, come on. So viel dazu. Nur weil mich dieses eine Quadrat getroffen hat. Oh, wait. Ich konnte doch den Blockmann besiegen. Das ist interessant. Hey. Was ist da los? Was sollte das jetzt gerade? Halt, stopp. Ich fühle mich gemobbt. Okay. Der Sprung funktioniert. Dann mache ich das jetzt einfach mal so. Und dann kommen wir wieder hier hin, zu dem Mecha. Und ich werde jetzt mal kurz austesten. Nein, kann ich nicht. Warte. Nein, ich kann auch nicht zwischen die Gliedmaßen angreifen. Oh, muss ich... Oh, okay, ich hab's. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Wo ist... Da. Das ist, was ich tun muss. Natürlich machen wir das gleich noch einmal. Jetzt, wo ich weiß, wie es funktioniert, sieht das Ganze doch schon sehr, sehr anders aus. Ja, ist okay, Jo. Los.
Ich bin so froh, wenn ich mit dem Spiel durch bin, Leute. Ich sag's euch. Nicht, dass es schlecht wäre, aber ich finde, so wie das Gameplay ist, habe ich bereits alles gesehen, was ich sehen wollte. Und ich sehne mich gerade halt einfach wirklich nur nach dem Ende. Bei vielen anderen Metroidvanias ist es halt so, dass sie genug Möglichkeiten geben, das Spiel sehr lange zu enjoyen. Aber hier fühlt sich das halt wirklich nicht so an. Sondern es ist halt ein Abenteuer, was offensichtlich darauf ausgelegt ist, kurzweilig zu sein und den Charme des Franchises halt irgendwie einzufangen. Und ich finde, das tut es ja auch ganz gut. Aber naja. Ich werde meine Gedanken zu dem Spiel auf jeden Fall nach den Credits äußern. Die ich aber heute nicht mehr erleben werde, weil nach dem Part mache ich auf jeden Fall dann erstmal wegen meiner Stimme vor allen Dingen schon eine Pause. Hua! Okay. Darf ich jetzt auch mal treffen? Jedoch. Es heißt Homing Pendulum, aber es home nicht, was ziemlich komisch ist. Komme ich da durch? Ja. Ja, okay, jetzt. Jetzt fühlt sich das richtig an. Das hat sich nicht richtig an. Hallo? Ich dachte echt, du stirbst nach einem Schlag. Okay. So wollte ich das nämlich eigentlich haben. Oh mein Gott, das war... Das war so viel unnötiger Schaden durch nichts. So, kannst du, Miststück, dich mal ein bisschen bewegen? Bitte, danke. Alles klar. So. Ich habe mich so sterben sehen gerade. Okay, da ist wieder unser Freund. Der graue Standardgegner. Zweimal. Mit seinem... Das ist hieß. Homing Pendulum. Was haben wir hier? Sariel. Okay. Haben wir die Engelsgänge jetzt langsam mal voll? Reduziert den Schaden durch Feuer. Nehmen wir mit. Ich würde sagen, wir nehmen noch... Abwehrkraft. Und Max-Gesundheit auf dem Kit mit. Oje, oje. Ich habe gerade ein bisschen innerlich Schweiß auf der Stirn. Da oben habe ich zwei Kanonen gesehen. Vielleicht schaffe ich es daran, vorbeizukommen, ohne zu sterben. Sagte er. Spring direkt in die Kugel rein. Okay, Leute. Wir werden uns das Ding im nächsten Part ansehen. Ich fühle mich gerade echt nicht motiviert, weiterzumachen. Und ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut!